So, jetzt machen wir mal einen Handwechsel. Gehen wir mal auf die linke Hand. Ohne Futter hat es für einen Punkt bei ihr 3,30 gebraucht und mit nur 6. Das ist heftig. 3 Minuten 30 für einen Punkt. Okay, das ist heftig. Dass ich einfach für Figuren reite. Das nehmen wir schon mal ein bisschen für Stechen. Einfach mal einen Sprung mitten in der Reihe angeritten. Das ist schief gegangen. Hat er geparkt. Dachte, die Olle, die lässt mich allein, also lasse ich sie auch allein. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ja, wie gesagt, der Grundstein für meine Quittezucht. Das wird sehr, sehr viel Try and Error werden, weil ich definitiv ein Pferd haben möchte, was das gleiche Kopfabzeichen wie sie hat. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall einen Rappen haben, der einen Stern hat. Ob dann nun auch wirklich die Beinabzeichen alle so sind wie bei ihr, das muss nicht unbedingt sein. Aber ich will, dass... Man achtet ja eher auf den Kopf als auf die Beine, finde ich. Also jetzt klar, von hinten sieht man den Kopf nicht, aber so bei Bildern. Und da möchte ich dann einfach wirklich, dass man dass es halt Quitte ähnlich sieht. Und da bin ich echt mal gespannt, wie lange es braucht, bis ich ein Pferd habe, was wie Quitte aussieht. Und ich habe auf einem Bild, ich glaube, es war auf Steam, habe ich auch einen sehr, sehr schönen Rappen gesehen. Der gefiel mir auch unfassbar gut. Ein Rappen mit den Birdcatcher-Spots und das Maul war weiß. Also es fing auf dem Nasenrücken an und ging dann, hat sich über das ganze Maul ausgebreitet, weiß. Das fand ich auch sehr, sehr hübsch. Es hat mir sehr gut gefallen. Nee, Quitte habe ich nicht besucht. Die ist nach Bayern verkauft worden. Das heißt also, um Quitte zu besuchen, müsste ich ungefähr 9 Stunden fahren, eine Strecke. So. Brauchst du am besten 2 Rappen ohne Scheckung, die du dann so lange miteinander verpaaren kannst, bis du das Sternchen hast. Ja, das wäre definitiv das Beste. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mit ihm mit einer einfarbigen Stute züchten, damit ich auch immer die Chance habe, einen Rappen zu bekommen ohne Fellzeichnung. Ich weiß nicht mehr, wie die Vererbung von der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Vererbung war. Ich glaube, doch, die Scheckungen wurden random vererbt, wenn ein Elternteil eine Scheckung hat, glaube ich. Ich meine. Fellzeichnung wird 50-50 Mutter oder Vater genommen. Wenn es eine Scheckung dann ist, wird zufällig eine Scheckung des Typs gewählt. Okay. So. Ach, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ich fütter jetzt einfach nämlich einen Apfel. Jetzt haben wir wieder 25 Energie. Wie gesagt, so viel Potenzial wie irgendwie möglich. Und er wird definitiv auch der Vater, wenn er austrainiert ist, vom nächsten Fohlen. Solange bis er nicht austrainiert ist, werde ich nicht mehr züchten. Das heißt, das ist jetzt unser Fokus. Das ist unser Fokus. Shiro jetzt auszutrainieren, damit er der nächste Papa werden kann. Und das Dumme ist, da wird unheimlich viel Zeit drauf gehen, die uns dann jeden Ingame-Tag fehlt, um Turniere zu reiten und Geld zu verdienen, um den größeren Stall zu kaufen. Ups!
Das ist so momentan. Ich glaube, momentan ist das Spiel hier. Ja, ist mit so mein Lieblingsspiel. Generell sind für mich momentan Range of Rivershine und Roots of Pacha die beiden Spiele, wo mich das Repetitive am wenigsten stört. Wo ich sage, da macht es mir wirklich am wenigsten aus, dass ich sehr, sehr oft oder sehr, sehr viel das Gleiche mache jeden Tag. ...25% Potenzial hat er noch. 33, 35, 35, 39. Nicht schlecht. Also den haben wir jetzt schon ganz gut weitergebracht. Bin momentan in der absoluten Zelda-Sucht. Ja, das habe ich mir ja nicht geholt. Weil ich da zumindest... Ich weiß es nicht, wie sich das eventuell noch ändert. Ich habe mir ja den ersten Teil mal irgendwann geholt. Aber da hat mir zumindest in dem ersten Gebiet, wo man ja am Anfang relativ lange ist, das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Das fand ich so wenig schön, dass ich überhaupt keine Motivation hatte, das Spiel weiterzuspielen. Weil mich einfach das Gebiet so extrem abgeschreckt hat. Es ist so süß, wie das mit den Beinen so runtergeht. Akea, 74. Ich weiß es nicht. Geht die Pflege überhaupt hoch schon bei dem Fohlen? Also ein Band können wir auf jeden Fall schon aufbauen. 25% haben wir schon. Ich verliere jetzt schon die Übersicht, den Überblick, um welche Pferde ich mich überhaupt schon gekümmert habe und um welche nicht. Haben wir schon was gemacht mit Cash? Mach's gut, Fitness-Brina. Haben wir mit Cash was gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Huch! Ja gut, nee, das funktioniert nicht, wenn die Birke im Weg ist. Nee, die muss ich da erstmal wegbewegen. Komm mal mit. Huch. Jetzt können wir so putzen. So, ja, die hat auch 37 Speed. Die ist auch flott unterwegs. Was hat ein Cash? Ne, um den haben wir uns auch noch nicht gekümmert. 36. Guck mal, sie ist sogar ein bisschen schneller als Cash. Dann reiten wir doch heute mal mit ihr die langen Turniere. So, ah, stopp, 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 stopp. Hau nicht vor mir ab. Meine Güte. Ja, da hat aber jemand... Oh. Schreit jetzt das Fohlen nach dir. Och, jo. Oh Gott, nein. Jetzt will das Fohlen hinterher. Oh nein. Ah, oh, da ist es. Oh Gott, wie traurig. Trotzdem will ich jetzt mit Eva eben noch zwei Turniere reiten. Ach Gott, die Arme. Das Wiederholen der Aufgaben macht mir nichts aus, da jeder sich ja entscheiden kann, wie er den Tag verbringt und man aktiv auf ein Ziel zuarbeitet. Es fühlt sich nicht sinnlos an, sondern produktiv. Das Spiel hat es wirklich gut gelöst. Dadurch verliert man auch nicht die Lust und hat dadurch auch einen hohen Wiederspielwert. Bin echt begeistert von dem ganzen Konzept. Das geht mir halt auch so. Ich finde, solange man halt wirklich ein Ziel vor Augen hat, auf das man hinarbeiten kann,
ist es was ganz, ganz anderes, als wenn man, ja, als wenn man irgendwie jeden Tag nur versucht, ja, oder wenn man gar nicht so richtig weiß, was man jetzt macht. Das muss ich auch ehrlich sagen. Deswegen habe ich ja jetzt auch momentan erstmal gesagt, okay, ich pausiere jetzt dienstags gerade erstmal Stardew Valley für Range of Rivershine, solange, bis wir in Range of Rivershine einmal das erste Jahr durchgespielt haben. Weil ich bei Stardew, ich hab da so viele Baustellen, dass ich gar nicht weiß, welche ich zuerst verfolgen soll irgendwie. Und wenn ich das wieder spiele, dann werde ich mir auch ganz klar... Ach, hier ist so eine Pflanze. Dann werde ich mir auch ganz klar wirklich ein Ziel setzen, wo ich sage, das mache ich jetzt als allererstes. Dass ich da mal wieder ein bisschen Grund reinkriege. Weil hier fällt es mir definitiv leichter, mir ein Ziel zu setzen. Als bei Stardew Valley. Weil bei Stardew Valley habe ich momentan das Gefühl, ich mache an allem irgendwie jeden Tag etwas und dadurch habe ich null Fortschritt. Das ärgert mich immer so ein bisschen. Und hier hast du halt einen greifbaren, sichtbaren Fortschritt. Ach ja, dahin ist das nächste. Hui! 1:15. Ja, also es wäre schon wirklich schön, wenn man das Fohlen mitnehmen könnte. Definitiv. So. Jetzt bekommt Cashew noch eine Möhre. Das reicht, um ein zweites Turnier gut zu reiten. Wer war denn jetzt eigentlich bislang in Crystal Lake am schnellsten? Die war in Cashew gerade. Ha, guck. Ja, und Pine Forest reiten wir jetzt mit ihr noch. Weil das sind halt die Turniere, die am meisten geben. Und jetzt gerade, solange ich Shiro trainieren muss, schaffe ich es nicht, jeden Tag mit zwei Pferden die ganzen Turniere zu rocken. Das heißt, dann suche ich mir halt die raus, die am allermeisten Geld bringen, um nebenher bestmöglich auf das Ziel der 50.000 Credits für den größeren Stall hinarbeiten zu können. Nein, da bin ich zu schräg hingeritten. Boah, hier durchgeschlängelt. Diese Schnauben gerade, das mag ich so gerne. Mich erinnert das so, ich bin früher total gerne einen Pony geritten. Es war ein Shetty Easy Mix. Ich muss mal gucken, ob ich da mal irgendwie noch ein Bild von finde. Der hieß Teddy, der ist auch richtig gut gesprungen, war ein Falbe. Und der hat bei jedem Galoppsprung hat er immer geschnaubt. Das war einfach so süß. Und da erinnert mich das schon mal so ein bisschen dran. Was in Zukunft interessant wäre, sind Rufpunkte und mehr persönliche Aufgaben mit den Figuren. Beispielsweise Utensilien für Geburtstagsgeschenke zu suchen oder so. Aber das Spiel ist halt erst in der Alpha und dazu müsste der Tag was länger sein. Das würde ich auch sehr schön finden, ja. Absolut. Absolut. Das wären schöne Sachen, dass man halt wirklich sich... ja, auch Freundschaften aufbauen kann. Das wird mir auch noch gut gefallen. Was ja auch schon mal noch im Gespräch war, ich weiß nicht, ob du es schon mal gelesen hast, auf dem Discord, Atina, bei Range of Rivershine, auf dem Cozy Bee Discord. Es ist auch mal ins Gespräch, oder es war mal im Gespräch, dass vielleicht halt auch wirklich Farmtiere noch so ein bisschen eingebracht werden, zum Beispiel Schafe oder Kühe. Allerdings halt nicht mit einem Hauptfokus, sondern eher, um halt eine weitere Geldeinnahmequelle zu haben. Dass man sagt, okay, man kann sich halt die Schafe und die Kühe halten und melkt die Kühe jeden Tag oder schert die Schafe alle paar Tage, muss aber sonst nichts machen und kann die aber halt einfach einmal quasi kaufen, um dann das Geld zu, um dann Geld mit denen zu haben als passive Einnahmequelle quasi. Das fände ich auf jeden Fall auch noch ganz cool. Also die sollen keinen größeren Fokus bekommen, aber halt einfach noch eine Möglichkeit sein.
Also finde ich auf jeden Fall auch spannend, die Idee. Ja, jetzt kannst du wieder zu deinem Fohlen zurück. Ich weiß, ich bin eine ganz grauenvolle Gestütsleiterin hier. Ich bring dich einfach von deinem 2 Tage alten Fohlen weg. Oh, wir haben Orchard Grass Seeds bekommen. Wo kann ich jetzt eigentlich sehen? Das sehe ich wahrscheinlich beim Fohlen, wie alt es ist, oder? Wie viele Tage es schon da ist. Da ist es! Hallo, kleiner Cash! Oh. Healthy Foal? Nee, sehe ich hier nicht. Ich würde gerne sehen, wie alt er ist. Damit ich genau weiß, wann ich mit ihm was machen kann. Und dann kann ich das bei ihr sehen. Ja, hier. It's nursing little Cash for 6 more days. Okay, also das heißt, in 7 Tagen, beziehungsweise 6 Tagen, der hier ist ja jetzt quasi durch, geht Cash in eine eigene Box. Wäre dann super, wenn man sich aussuchen könnte, ob und welche man da kauft. Ja. Dass es halt nicht verpflichtend ist, und dass man sich das überlegen kann, ob man das möchte. Fände ich auf jeden Fall cool. 4 Tage. Okay, die wachsen auch im Sommer. Gut, dann können wir sie, dann können wir sie pflanzen, die Möhrchen. Sonst hätte es nicht mehr geklappt, weil, Leute, Thursday, Spring 25, der Frühling ist fast rum. Es geht dann nämlich auch bald in die nächste Jahreszeit. Richtig nice. Richtig nice. So. Zack. Sleep. Und dann haben wir schon den 26. Ja. Ich würde mich jetzt aber heute von euch verabschieden. Wir haben richtig, richtig, richtig viel geschafft. Freut mich tierisch. Wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall in den Sommer wechseln. Ob Cash schon eine eigene Box bekommt, Little Cash, weiß ich noch nicht. Aber wir werden definitiv in den Sommer wechseln und vielleicht wird dann auch Shiro schon austrainiert sein. Gucken wir einfach mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet und wenn es euch gefallen hat. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit Range of Rivershine. Da wird demnächst noch sehr, sehr viel passieren. Also bis dahin, macht's gut und jo. Abmod verkackt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.